Minotaurus e Medusa. Allein dieser Name ist für einen Platz ungewöhnlich und Musik in den Ohren zugleich. Für mich persönlich ist dieser Platz der Inbegriff des Buschfliegens. Eine Erdpiste im Nirgendwo, die man aus der Luft kaum erkennt. Ein paar Hindernisse drumherum, damit es nicht zu langweilig wird. Nach der Landung zirpen die Grillen, man stellt die Maschine buchstäblich im Schilf ab und geht dann direkt im Meer baden. Was es mit dem Namen auf sich hat und wie wir an diesem besonderen Platz von einem perfekten Gastgeber empfangen wurden, erzähle ich euch in diesem Video. Der Platz liegt an der nördlichen Küste Siziliens, etwa auf der Hälfte zwischen Palermo und der Straße von Messina. Die nächste größere Stadt in Richtung Westen ist Cefalù. Im Osten kommt man irgendwann zum Vesuv und nach Messina. Vom Norden, also von der See aus, ist der Platz gut anfliegbar. Man kann entweder im Gegenanflug entlang der Küste fliegen, um den Windsack zu beobachten, oder direkt in den Queranflug gehen. Im Queranflug hat man das Gefühl, in die ansteigende Küste zu fliegen. Man dreht jedoch vorher in den Endanflug und folgt dabei dem Küstenverlauf. Minotaurus e Medusa mit der Echeo-Kennung 4xZ hat eine Erdpiste mit der Ausrichtung 05 bzw. 23 mit einer Breite von 20 Metern und einer Länge von 820 Metern. Ihr solltet, wie eigentlich immer, die Bahn erst einmal tief überfliegen, um den Zustand zu überprüfen. Gleichzeitig bekommt ihr ein Gefühl für die Windverhältnisse. Die Bahn 05 wird mit einer Standardplatzrunde angeflogen. Die Bahn 23 mit einer Rechtsplatzrunde. Das bedeutet, dass die Platzrunde nördlich des Platzes über dem Meer liegt. Die Höhe ist, wie eigentlich immer in Italien, nicht angegeben. Die Frequenz ist, wie an vielen kleinen italienischen Flugplätzen, die Sammelfrequenz 130,0. Direkt im Endanflug aus westlicher Richtung auf die Piste 05 stehen Bäume und es verläuft eine Bahntrasse mit einer Stromleitung, die man kurz vor dem Aufsetzen überfliegen muss. Das bedeutet, dass man auf den letzten Metern noch einmal zügig Höhe abbauen muss, um möglichst wenig Landebahn zu verwenden. Offiziell gibt es keinen Sprit auf dem Flugplatz. Wenn ihr mit Gaetano oder seinem Sohn redet, könnten sie vielleicht Mogas organisieren. Ein Restaurant gibt es leider nicht am Platz. Doch der Flugplatzbesitzer wird euch gerne zu einem angemessenen Lokal fahren. Wir wurden zu einem gehobenen Lokal mit Blick übers Meer gebracht, in dem gerade eine sizilianische Hochzeit stattfand. Wir saßen am Rand und haben die Kulisse und das Leben genossen. Nun zur eigentlichen Besonderheit von Minotaurus e Medusa. Der Besitzer des Platzes, Gaetano, verleiht diesem Flugplatz einen einzigartigen Charakter. Wenn ihr plant, diesen abgelegenen Ort zu besuchen, solltet ihr unbedingt Gaetano vorher anrufen. Er bietet euch dann ein Rundum-Sorglos-Paket an. Neben der atemberaubenden Natur und der anspruchsvollen Landebahn werdet ihr von Gaetano persönlich empfangen. Obwohl er selbst nicht fliegt, hat er den Flugplatz geschaffen, um Menschen wie euch zu treffen. Gaetano bezeichnet sich selbst als Eklektizist. Er ist nicht nur Architekt und Professor, sondern hat auch eine Leidenschaft für Musik und interessiert sich sogar für die Welt der schleimigen Bakterien am Straßenrand. Seine Vielseitigkeit und seine Leidenschaft zur Begegnung mit Menschen machen den Aufenthalt auf Minotaurus e Medusa zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Name des Platzes, Minotaurus e Medusa, ist im Übrigen eine Anspielung auf die Griechen, die vor vielen Jahrtausenden auf der Insel weilten. Minotaurus e Medusa ist sicherlich kein Flugplatz für Einsteiger. Piloten, die jedoch Freude an Erdpisten und herausfordernden Anflügen haben, werden hier voll auf ihre Kosten kommen.
die einzigartige Gastfreundschaft des Besitzers Gaetano, der den Flugplatz nicht selbst nutzt, sondern ihn geschaffen hat, um Menschen wie uns zu treffen, rundet das Flugerlebnis ab. Die Besuche auf Minotaurus e Medusa waren für uns nicht nur ein fliegerisches Abenteuer, sondern auch eine Ehre, diesen im positiven Sinne exzentrischen Menschen kennenzulernen.